Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Frieden von Rough Fiction in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Frieden von Rough Fiction aus dem Jahr 2015. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier an der Seite zu öffnen. Ganz sachte. So. Dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abbekommen. Gut, also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine Schwarz-Weiß-Vinyl, also das Cover hier in Schwarz-Weiß. Dann haben wir hier in Weiß ein Peace-Zeichen, also das Symbol für den Frieden hier, allerdings auf dem Kopf stehend. Und darunter dann in roter Schrift Frieden, wobei auch hier die Buchstaben umgedreht sind, zumindest Riede, das F und das N richtig. Beziehungsweise ja, beim N wird es gar nicht auffallen, aber das F ist auf jeden Fall in die richtige Richtung schauend. Und auf der Rückseite oder im Hintergrund sehen wir dann hier Szenen. Es sieht stark irgendwie nach Zweitem Weltkrieg aus. Also wir haben hier so einen alten Geschützpanzer. Dann haben wir hier so diverse Soldaten. Das dürfte hier auch nochmal ein Panzer sein. Also sieht ein bisschen so aus nach Zweitem Weltkrieg, Häuserkampf. Also ganz und gar nicht nach Frieden. Dann haben wir auf der Rückseite die Tracklist, und zwar haben wir insgesamt 16 Tracks in dieser Vinyl und wir haben Features von Tamash, Zero Zero, Blockmonster, Schwarz und Rako. Also dass die Features, diese auf vier Seiten verteilt, also A, B, C und D Seite. Dann haben wir hier unten die Credits und einen Barcode. Von der Seite sieht das Ganze dann so aus, also ich hoffe, man kann das hier lesen. Hier lesen wir dann auch nochmal Rough Fiction Frieden. Jawohl. Und dann schauen wir mal hinein. Es ist kein Gatefold, es ist wirklich nur eine Hülle, eine Tasche. Und diese beinhaltet aber beide Vinyls. Also wirklich hier zwei Vinyls in einer Tasche untergebracht. Ansonsten hier nichts weiter drinnen. Und diese Vinyls kommen in weißen Papierhüllen. Wir starten mit der ersten Vinyl. Muss ich nur kurz schauen, wo das am besten, ja, fällt eh schon mehr oder weniger raus, auf dieser Seite. So, dann haben wir hier einmal die A-Seite, sieht so aus, also glattschwarze Vinyl, Standarddesign. Und hier in der Mitte dann wieder dieses Friedenssymbol auf dem Kopf stehend, Seite A lesen wir hier. Und dann haben wir hier auch noch die einzelnen Tracks aufgelistet, die sich auf dieser Seite befinden, hier im Kreis rund angeordnet. Dann haben wir die B-Seite. Sieht ähnlich aus, nur eben hier mit anderen Tracks. Dann machen wir die mal wieder hinein. In diese weiße Papierhülle. Und dann haben wir noch eine zweite Vinyl. Und diese ebenfalls glatt in Schwarz. So sieht die aus, Seite C und dann hier dann die D-Seite. Ja, das war's soweit. Also, in dieser Vinyl Edition, wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal diese Vinyl hier, D, C und D-Seite, dann die zweite Vinyl hier mit A und B-Seite. Insgesamt 16 Tracks, diverse Features und das alles gibt es in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Frieden von Rough Fiction. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Rough Fiction unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.